Homo erectus und seine vielen Nachkommen, vor allem der Neandertaler, der Denisova-Mensch und wir, nehmen seit rund 2 Millionen Jahren eine gewisse Sonderrolle unter den Säugetieren ein. Tatsächlich gibt es eine Reihe Unterschiede zu den Menschenaffen, unseren nächsten verbliebenen Verwandten. Aufrechter Gang, weniger Körperbehaarung, geschicktere Hände. Den größten Unterschied macht aber das Verhalten. Kein Tier ist so flexibel in der Kommunikation mit Artgenossen und der Gestaltung sozialer Strukturen und kein Tier hat es technologisch so weit gebracht wie wir. Und diese Dinge steuert das Gehirn. Der offensichtlichste Unterschied zwischen unserem Gehirn und dem Gehirn von Menschenaffen ist die Größe des Neokortex, dem Teil der Großhirnrinde, der beim Menschen fast die gesamte Oberfläche des Gehirns ausmacht. Wieso ist das so groß? Und spielt die Größe wirklich eine Rolle? Wieland Huttner war einer der Gründungsdirektoren des Max-Planck-Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden. Er und seine Mitarbeiter haben in den letzten 15 Jahren große Fortschritte in der Beantwortung dieser Fragen gemacht. Und darum geht es gleich. Willkommen zu Expedition in die Forschung. Wir erzählen euch gemeinsam mit den Forschenden von aktuellen Forschungsergebnissen und was dahinter steckt. Bei mir ist mein Co-Moderator Bart Görten. Hallo. Und ich bin Dennis Eckmeier. Wir haben beide gemeinsam Biologie studiert und in der Neurobiologie promoviert. Bart ist Postdoc an der Uni Göttingen und ich bin Wissenschaftskommunikator. Sag mal, Bart, bist du überhaupt noch Postdoc? Du hast doch hier eine entfristete Stelle, ganz, ganz edel. Ich verstehe nicht ganz genau, wo der Postdoc aufhört und irgendwie, also wahrscheinlich bin ich im englischen System ein Staff Scientist. Die anderen Professoren in diesem Lehrstuhl sagen zwar immer, ich hätte auch eine eigene Arbeitsgruppe. Das spiegelt sich aber meines Erachtens nach in nichts wider, außer dass ich viele Studenten betreue und die gleiche Arbeit mache. Aber ich bin zum Beispiel noch immer ein E13-Angestellter des öffentlichen Dienstes. Wenn ihr übrigens mit Expedition in die Forschung auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr gerne den Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite expeditioninforschung.de findet ihr alle Quellen und das Transkript zu dieser Folge. Außerdem auch alle anderen Inhalte, zum Beispiel meine Kurzvideos. Und in den sozialen Medien sind wir @expedforschung. Wieso fliegt der Mensch ins Weltall, aber der Schimpanse nicht? Eigentlich haben wir ja schon Schimpansen im Weltall gehabt, ne? Das ist eine sehr allgemeine Frage, die wahrscheinlich viele Antworten hat. Statt diese große Frage zu beantworten, konzentriert man sich in der Wissenschaft zunächst einmal auf eine Teilfrage, die hoffentlich leichter zu beantworten ist. Aus den am Anfang genannten Gründen bietet es sich an, die Suche nach einer Teilantwort auf das Gehirn zu beschränken. Und zwar auf ein anatomisch sehr auffälliges Merkmal, den besonders großen Neokortex des Menschen. Statt also zu fragen, was ist beim Menschen anders, fragen wir konkret: Warum haben wir Menschen ein dreimal so großes Gehirn wie Schimpansen, unsere nächsten lebenden Verwandten? Weil man die Unterschiede zwischen den Gehirnen von Schimpansen und Menschen bereits im Embryo sehen kann, muss der Unterschied in der embryonalen Entwicklung liegen. Während sich ein Embryo entwickelt, werden die späteren Gehirnzellen aus Vorläuferzellen gebildet. Je mehr die produzieren an Tochterzellen, umso größer wird das Gehirn. Und wie könnte es dazu kommen? Wer die Evolutionstheorie verstanden hat, mindestens aber wer die Neuauflage von Planet der Affen kennt, ahnt schon, was auch die Wissenschaft seit langem annimmt. Das Geheimnis wird in den Genen liegen. Während der Entwicklung des Kindes werden viele Gene zu ganz bestimmten Zeiten in den verschiedenen Stamm- und Vorläuferzellen an- und ausgeschaltet. Dadurch wird gesteuert, wie viele von welchen Zellen wo entstehen. Wir können also jetzt ganz spezifisch fragen: Welche Gene sind in den Stamm- und Vorläuferzellen aktiv? Und solche Fragen zu beantworten, darauf sind Wieland Huttner und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spezialisiert. Das Gehirn hat ihn schon immer fasziniert. Ich hatte, als ich Pi mal Daumen 17 war, einen Streit, in Anführungsstrichen Streit, mit einem Klassenkameraden Freund, der sagte: Du wirst das Gehirn nie verstehen. Und ich sagte: Doch, doch, werden wir. Und das ließ ihn nicht mehr los. Kurze Zeit später stand die Entscheidung an: Was studiere ich jetzt? Und habe mir überlegt, ich komme am besten ans Gehirn dran, wenn ich entweder Psychologie studiere oder Chemie. Und dann sagte mein damals noch lebender Vater:
mach doch Medizin, das ist genau in der Mitte. Und genau das habe ich dann gemacht, habe Medizin studiert, habe aber immer das Gehirn im Hinterkopf behalten. Und als ich meine Doktorarbeit in physiologischer Chemie machte, bin ich hin zu dem Professor und habe gesagt, ich möchte gerne über das Gehirn, Biochemie des Gehirns machen. Und dann sagt er, ja, machen wir. Und am Schluss kam bei raus, dass ich Lebern perfundierte. Aber das hat mich nicht abgehalten, denn als ich dann meinen ersten Postdoc machte, habe ich tatsächlich auch das Gehirn perfundiert. Und zwar mit einer Lösung, die hyperton war und die dazu führte, dass die Astrozyten selektiv starben, platzten. Und das wiederum führte dazu, dass man erstmals aus dem erwachsenen Gehirn Nervenzellen rausholen konnte. Sogenannte Bulk Isolation. Wieland Huttner hat sich also schon früh darauf spezialisiert, verschiedene Sorten von Gehirnzellen voneinander zu trennen und einzeln zu untersuchen. Gut, ja, und dann begann mein Postdoc in dem eigentlichen Labor, was für mich augenöffnend war, bei meinem Mentor Paul Greengard, in den USA, an der Yale-Universität damals, der dann auch später im Jahr 2000 einen Nobelpreis bekam für Physiologie und Medizin. Dort arbeitete er an einem Mechanismus zum An- und Ausschalten, also Regulieren von Proteinen, die auch für die Funktion von Nervenzellen wichtig ist, der Phosphorylierung. Aufgrund relativ erfolgreicher Postdoc-Zeit wurde ich Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in Martinsried. Und dort gab es einen neuen Direktor mit dem Namen Hans Tönen. Und da bekam ich eben so eine Nachwuchsgruppe. Und das war für mich als damals 31-Jährigen schon eine irre Sache. Das ist auch alles andere als selbstverständlich. Nur wenige kommen in den Genuss einer solchen Position. Man war völlig frei, konnte machen, was man wollte. Und ich weiß noch, wie ich dann etwas gefunden hatte, was mit Neurowissenschaften überhaupt nichts zu tun hat, nämlich die sogenannte Tyrosinsulfatierung. Die Tyrosinsulfatierung ist so etwas Ähnliches wie die Phosphorylierung, ist aber nicht rückgängig zu machen. Aber ich war trotzdem enttäuscht, weil sie eben nicht regulatorisch ist. Trotzdem hat mich diese Modifikation durch die ersten 5 Jahre des Gruppenleiters in München erfolgreich gebracht. Und dann wurde ich Senior-Gruppenleiter sozusagen am EMBL, am Europäischen Labor für Molekularbiologie in Heidelberg, wo ich ein bisschen davon weitermachte, aber ich wollte ja immer wieder ans Gehirn. Die Sache ist die, wenn man einmal für etwas bekannt ist, ist man als Wissenschaftler ein wenig dazu gezwungen, ich sag mal, die Kuh zu melken. Denn man bekommt am ehesten Fördermittel, wenn man etwas macht, für das man schon bekannt ist. Deshalb hat Wieland Huttner weiterhin an Tyrosinsulfatierung gearbeitet und nicht direkt am Gehirn. Auch wenn er einige Proteine gefunden hat, die tyrosinsulfatiert werden und auch im Nervensystem eine Rolle spielen, nämlich bei der Sekretion. Okay, und dann waren die 5 Jahre in Heidelberg als Gruppenleiter um, insgesamt 10 Jahre Gruppenleiter, und dann erhielt ich den Ruf auf die Nachfolge von Melita Schachner auf dem Lehrstuhl für Neurobiologie in Heidelberg, an der Uni Heidelberg. Und da habe ich beschlossen, ich ändere das Gebiet und mache jetzt endlich das, was ich machen wollte, nämlich Hirnforschung. Und habe gesagt, mich interessiert die Größe des Gehirns. Und bei meiner Abschiedsfeier am EMBL, das wussten die Leute, dass ich darüber arbeiten würde, haben die mich natürlich auf Deutsch gesagt verkackeiert und Witze gemacht und haben gesagt, das ist ja völlig albern, was du da vorhast, das schaffst du nie und so weiter. Na gut. Und dann ging es eben los mit der Forschung am Institut für Neurobiologie an der Uni Heidelberg. Aber ich muss gestehen, dass die 10 Jahre an der Uni Heidelberg, das war sehr zögerlich, wie wir loslegten. Und der Grund war, dass wir das alte Gebiet, also Neurosekretion, weitermachen mussten, in Anführungsstrichen mussten, damit das Department genug Geld hatte über Grants. Weil ich hatte beeinflusst durch das EMBL eine neue Struktur in dem Department geschaffen, wo es unabhängige Gruppenleiter gab. Also ich hatte mir geschworen, als ich mit 31 unabhängiger Gruppenleiter bei Max Planck war, habe ich mir geschworen, wenn ich jemals in der Position sein sollte, dass ich Einfluss nehmen könnte, dann würde ich jungen Leuten die Chance geben, unabhängig zu forschen. Und hatte dort eben 7 andere Kollegen, die fantastische Forscher waren. Die waren alle unabhängige Gruppenleiter, sprich, die publizierten ohne mich. Ist ja auch gut so. Aber ich musste natürlich die Grundausstattung bereitstellen und dafür brauchte ich die erfolgreiche Forschung über Neurosekretion. Und das wiederum führte dazu, dass
die Forschung über das eigentlich mich interessierende Gebiet, nämlich Hirngröße, sehr langsam voranging. Daran sieht man noch einmal, wie die Abhängigkeit von Fördermitteln oft Forschungsentscheidungen beeinflussen können. Damit alle in seiner Abteilung frei forschen können, hat Professor Huttner seine eigenen Forschungswünsche ein wenig hinten angestellt. Nur so konnte er genug Fördermittel eintreiben. Dann kam der Fall der Mauer und neue Institute. Und ich wurde angesprochen, ob ich denn bereit wäre, da ein neues Institut mit zu gründen. Und ich sagte, bin ich im Prinzip bereit, aber nur, wenn ihr das wirklich die Klappe haltet und völlig geheim haltet. Denn ich war Sprecher eines Sonderforschungsbereichs in Heidelberg und der stand vor der Verlängerung. Und wenn das rausgekommen wäre, dann wäre, glaube ich, nicht verlängert worden. Und dann waren die beiden Städte, die zur Frage standen, Halle oder Jena, weil Sachsen ja schon genug Max-Planck-Institute hatte, in Anführungsstrichen. Also entweder Halle in Anhalt oder Jena in Thüringen. Und dann, mein Vater lebte damals noch und er sagte, Wieland, Dresden wird die eine der schönsten Städte Deutschlands, wenn, dann geh nach Dresden. Da habe ich gesagt, ja, zu der Max-Planck-Kommission, ich stehe zur Verfügung, aber nur für Dresden. Dann kamen Anrufe von sehr wichtigen Menschen in der Max-Planck-Gesellschaft, ich soll doch, wenn schon Sachsen, dann nach Leipzig. Leipzig wäre doch so viel besser. Und ich sagte, nee, ich will nach Dresden. Und habe dann meinen Freund und auch damaligen Mentor Kai Simons vom EMBL gesagt, hör zu Kai, lass uns doch beide in den Osten gehen. Und er sagte, ja klar, super. Und ich sagte, Kai, wenn du gehst, gehe ich auch. Und dann haben wir eben Marino Sirian und Toni Heimann noch rekrutiert als vier Gründungsdirektoren und haben das neue Institut in Dresden aufgebaut. 1998 wurde das Institut gegründet, hatte aber vorerst noch kein Gebäude in Dresden. Das bekamen sie 2001. Und in dem Augenblick, sozusagen befreit von der Last, Neurosekretion untersuchen zu müssen, um Geld einzuwerben, explodierte, also salopp formuliert, entschuldigen Sie den Ausdruck, aber ging unsere Forschung so richtig los. Nun konnten Professor Huttner und sein Team also endlich an den Stamm- und Vorläuferzellen forschen, aus denen die Nervenzellen des Neokortex hervorgehen. Davon gab es zwei Typen. Um die auseinanderzuhalten und getrennt zu analysieren, musste erst einmal eine Methode gefunden werden, um sie mit Farbstoffen unterschiedlich zu markieren. Dazu machten sie sich zunutze, dass die Zellen unterschiedliche Fortsätze haben. Und das war eine Methodik, die die Marta Florio entwickelt hat. Und dann haben wir diese Zellen isoliert und ziemlich reingekriegt und haben dann gefragt, welche Gene sind dort aktiv und insbesondere also in diesen Stamm- und Vorläuferzellen. Und ich werde den Tag nie vergessen. Das war, ich glaube, im Sommer 2014, als wir das Transkriptom kriegten. Dazu müssen wir schnell etwas erklären. Zellen stellen laufend Proteine her, die sie zu ihrer Funktion brauchen. Und dafür werden zunächst die Sequenzen auf der DNA abgelesen und in RNA umgeschrieben. Und diesen Prozess nennt man Transkription. Das Transkriptom sind alle diese RNA-Moleküle, die im Grunde als Rezepte für die Herstellung von Proteinen dienen. Es enthält also die Information, welche Gene gerade in der Zelle aktiv sind. Sie verglichen zunächst Transkriptome von Mäusen und Menschen. So wussten sie, welche Gene speziell nur im Menschen vorkamen. Außerdem waren in den Daten nicht nur die Transkriptome der Vorläuferzellen, sondern auch die von Nervenzellen. Insgesamt waren sogar 10-mal so viele Neurone in der Probe. Ich sage ja, Martha, jetzt lass uns doch mal das durchlaufen. Wir müssen die Nervenzellen abziehen quasi von dem Transkriptom. Und das haben wir gemacht und ich werde es nie vergessen, es blieb ein Gen übrig, als wir das machten. Das hatte was diesen Faktor 10, der Verunreinigung durch Neuronen überlebte sozusagen. Und das war das AGAP-11b. Und ich sage, Martha, ist dir klar, was du da entdeckt hast? Nur ein einziges Gen blieb übrig. Das musste das Gen sein, auf das es ankommt. Das haben sie dann auch gleich getestet. Dann haben wir also gepowert ohne Ende, haben dieses Gen in Mausneokortex reingebracht durch Elektroporation. Jetzt müssen wir noch einmal schnell etwas erklären. Elektroporation ist ein Vorgang, bei dem man eine kleine Spannung für kurze Zeit an eine Zelle anlegt, hier eine Vorläuferzelle, und sich dadurch kleine Poren in der Zellmembran öffnen. Die Forschenden haben zusätzlich das Gen in Lösung in die Nähe der Zellen gebracht. Wenn sich die Poren öffnen, kann dann die DNA also in die Zelle eindringen. In den Zellen wird dann anhand dieser DNA das entsprechende Protein hergestellt.
Und der Hammer war, wir brachten dieses Gen rein und es entstanden mehr basale Vorläuferzellen. Das sind die, die das Gehirn groß machen. Perfekt. Und dabei bleibt es nicht. Das war Ende 2014, dass wir das Paper einreichten bei Science, wo es eine ganz hervorragende Editorin gibt, nämlich die Pamela Heinz, die sofort die Bedeutung erkannte und allerdings eine Revision wollte. Und im Zuge dieser Revision, das werde ich auch nie vergessen, ich glaube, es war der 2. Januar 2015, ich bin auf dem Nachhauseweg, da ruft mich die Marta Florio auf dem Handy an und sagt, Wieland, ich glaube, ich sehe Faltung. Wir kennen Faltung unter anderem vom Menschengehirn. Sie entsteht, wenn das Gehirn eine besonders große Oberfläche hat. Das Gehirn von Mäusen ist normalerweise völlig glatt. Ich sag, was? Ja, sagt sie, ich glaube, ich sehe Faltung. Ich bin mit dem Fahrrad sofort umgedreht und zurückgefahren und habe mich mit Martha ans Mikroskop gesetzt und tatsächlich in der Hälfte dieser Mausembryonen war der Neokortex gefaltet. Das war eine Sensation. Aber auch das Gen selbst und wie es funktioniert, ist völlig irre. Und dann kam eben die nächste Überraschung, weil es gibt dieses Gen AGAP11B, ist wie Evan Eichler gezeigt hat, das Ergebnis einer partiellen Duplikation eines ubiquitären Gens, das heißt AGAP11A, und hat so das vordere Viertel dupliziert. Aber das Eiweiß, was AGAP11B kodiert, unterscheidet sich dramatisch von der Eiweißstruktur von AGAP11A, weil es in AGAP11B, das glaubt man nicht, eine Punktmutation gibt. Da ist eine Base, wird aus einem C, wird ein G. Nochmal, wir haben das Gen AGAP11A. Das kommt überall vor, auch bei der Maus. Beim Menschen hat sich ein Teil der Gensequenz von AGAP11A verdoppelt. Die Kopie besteht nur aus dem ersten Viertel von AGAP11A und das ist jetzt das AGAP11B. In der Sequenz von diesem AGAP11B gibt es nur noch eine winzig kleine Änderung. Ein einziger Buchstabe ist anders. Und das hat schwere Konsequenzen. Denn dadurch werden bei der Transkription, wir erinnern uns, das ist das Umschreiben der Information von DNA in RNA, 55 Buchstaben übersprungen. Deswegen sieht das RNA-Molekül von AGAP11B ganz anders aus als das von AGAP11A. Und entsprechend hat das AGAP11B-Protein völlig andere Eigenschaften als das ursprüngliche Protein AGAP11A. Während das AGAP11A im Zellkern bleibt, wandert AGAP11B auf einmal in die Mitochondrien. Das war auch so ein Aha-Erlebnis, als ein ebenfalls fantastischer Postdoc aus Japan, Takashi Namba, mir die Bilder zeigte. Und ich sagte, Takashi, das sind Würmer, die du da siehst. Und Würmer sind Mitochondrien. Das ist in Mitochondrien. Er sagt, glaube ich nicht. Sag ich, doch, das ist in Mitochondrien. Da haben wir Doppelfärbung gemacht, war natürlich in Mitochondrien. Und dort hat es plötzlich eine ganz andere Funktion. Es fördert einen Stoffwechselweg. Das ist die sogenannte Glutaminolyse. Und diese Glutaminolyse, dieser Stoffwechselweg, ist charakteristisch für Krebszellen, für sich schnell teilende Zellen. Das heißt, die Bottom Line ist, das AGAP11B aufgrund einer Punktmutation geht in Mitochondrien und hat dort eine bestimmte enzymatische Aktivität, die zu einem krebsähnlichen Stoffwechsel führt. Also unser Gehirn ist deshalb groß, weil es während der Fötalentwicklung für eine begrenzte Zeit, solange nämlich AGAP11B aktiv ist, einen krebsartigen Stoffwechsel hat, die sich die Zellen wie irre teilen. Das ist die Story. Absolut verrückt. Das ist so unwahrscheinlich, dass so etwas passiert. Und es scheint wirklich eine große Rolle in der Evolution gespielt zu haben. Zumindest in den Nachkommen von Homo erectus, von denen wir wissen, dass sie auch mit uns nah verwandt sind. Dieses Gen mit dieser Punktmutation, wo das G da ist statt das C, kommt auch im Neandertaler und im Denisova-Menschen vor. Und vom Denisova-Menschen kennt man die Hirngröße nicht, aber vom Neandertaler kennt man sie. Und die Gehirne waren mindestens so groß wie unsere. Okay, das sind jetzt also viele Hinweise. Aber bisher wissen wir nur, dass das Gen die Gehirne von Mäusen vergrößert. Ist das auch in Primaten so? Natürlich wollten wir jetzt zeigen, dass dieses Gen auch tatsächlich Hirne größer machen kann. Und deshalb haben wir transgene Weißbüschelaffen gemacht, die dieses Gen während der fetalen Entwicklung exprimieren.
Wir haben also das menschliche AGAP11B-Gen genommen mit seinem eigenen Promoter, der in diesen Weißbüschelaffen, Marmosets heißen die, arbeitet. Und das hat dieser fantastische Postdoc Michael Heide gemacht. Der ist nach Japan gefahren, weil dort die Technologie, transgene Marmoset-Affen zu machen, etabliert war von Hideyuki Okano und Erika Sasaki, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Wir haben allerdings darauf bestanden, aus ethischen Gründen, dass diese Affen nicht geboren werden. Wir haben gesagt, wir wollen nur, in Anführungsstrichen nur, die Föten angucken. Weil wenn das Gen das macht, was wir glauben, dann muss das im Fetalstadium eintreten. Und tatsächlich wurden die Gehirne dieser Affen größer, fingen an zu falten im Fetalstadium, hatten mehr von den relevanten Vorläuferzellen, hatten mehr von den relevanten Neuronen, den sogenannten Upper Layer Neurons. Ich muss mal ganz kurz dieses Rollo zumachen, weil zu viel Sonne reinkommt. Und das war dieses Science Paper aus dem Jahre 2020. Sodass wir also wussten, dass dieses Gen tatsächlich das Gehirn von Primaten vergrößern kann. Und ich denke, wir haben damit eins der Hauptgene, vielleicht das wichtigste Gen, beschrieben, entdeckt, wie Sie wollen. Wir haben das Gen ja nicht entdeckt, entdeckt hat es Evan Eichler. Aber wir haben halt die Funktion rausgefunden, dass es verantwortlich ist für unsere Hirngröße. Und vermutlich auch die des Neandertalers. Und jetzt blieb noch die Frage, sind Tiere mit größeren Gehirnen auch schlauer? Und deshalb haben wir dann diese Mäuse gemacht und haben gesagt, Maustechnologie können wir rauf und runter. Sozusagen Genetik, das haben wir drauf. Damit meint Herr Huttner vor allen Dingen seinen talentierten Mitarbeiter Lei Xing, der bei dieser Studie federführend war. Und haben gesagt, die Maus hat ja AGAP11A. Jetzt ändern wir eins dieser Allele, das hat ja über zwei Gene von Vater und Mutter. Und wir ändern eins dieser 11A-Gene zu 11B. Was wir mit dieser CRISPR-Cas9-Methodik, die für die Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna einen Nobelpreis bekommen haben, gemacht haben. Der Phänotyp ist, dass im Embryonalstadium dieser Mäuse das Gehirn der Neokortex größer ist. Das wussten wir schon von den Überexpressionen in Maus und Frettchen. Aber das Interessante ist, weil das jetzt eine stabile Linie ist, bleibt diese Hirnvergrößerung auch im bis ins Erwachsenenalter. Und deshalb konnten wir Tests machen mit diesen Mäusen, die wir zusammen mit unseren Kollegen in Prag gemacht haben vom Zentrum für Phänogenomik. Da gibt es einen fantastischen Forscher, Radek Sedlacek, ein guter Bekannter und Freund. Und die sind absolute Profis im Untersuchen von Phänotypen von Mäusen. Also wirklich fantastisch, was die alles machen können. Und die haben diese Mäuse in ein Testsystem gesetzt, das bezeichnenderweise IntelliCage heißt. Ich mach's kurz, da kann man rausfinden, dass diese Mäuse tatsächlich bessere Kognition haben. Man tut die Wasserflaschen in verschiedene Positionen und wechselt das immer hin. Und da muss man halt fragen, merken die Mäuse das? Und das ist jetzt nicht eine Frage des Kurzzeitgedächtnisses, wo der Hippocampus wichtig ist, sondern dass jener Gedächtnisfunktion, die im Neokortex liegt. Und da findet man halt, dass diese Mäuse einfach auf Deutsch gesagt schlauer sind. Und damit haben wir eben gezeigt, dass dieses Gen nicht nur Hirne größer machen kann, sondern dass, wenn es das tut, auch die kognitiven Eigenschaften besser werden. Genauer gesagt, die Mäuse mit den veränderten Genen konnten sich etwas schneller auf Veränderungen in einem Gedächtnistest einstellen. Jetzt, wo er das alles herausgefunden hat, ist eigentlich der logische weitere Schritt, diese gleichen Verhaltenstests auch an den Affen zu machen, oder? Vergrößerung des Gehirns kann auch negative Auswirkungen haben. Und ich wollte unbedingt verhindern, dass wir hier transgene Affen machen, die dann leiden möglicherweise oder unvorhergesehene Verhaltensweisen aufweisen. Michael Heide und mich interessierten, kann dieses Gen das Gehirn groß machen? Sie wurden so, dass die Schwangerschaft ist ungefähr 145, 150 Tage und wir haben sie bei Tag 102 mit Kaiserschnitt geholt und dann eben die Gehirne untersucht. Das halte ich immer noch für vertretbar. Wurden diese Versuche gemacht und die Analyse der Gehirne war dann bei uns. Sie kamen dann mit unendlichem viel Papierkram, weil es ja Primaten sind, nach Dresden, da haben wir sie untersucht.
Ich halte diese Versuche für ethisch akzeptabel, aber ich bin nicht sicher, ob ich das auf die Welt kommen für ethisch akzeptabel hielt. Zumindest möchte ich es nicht machen, weil wir auch gar nicht die Qualifikationen haben, solche Tiere zu untersuchen. Aber es war auch nicht allein seine Entscheidung. Auch Ethikkommissionen in Deutschland und Japan, wo ja die Versuche mit den Affen gemacht wurden, sind bei all diesen Studien involviert. Versuche in Japan gab es Ethikkommissionsbeschlüsse der Japaner, die die gleichen ethischen Standards haben wie wir. Sehr, sehr strikt. Also sie glauben nicht, was es ist. Sie haben gesagt, wir können euch diese Gehirne nicht schicken, auch nicht unter der Hand, nach Deutschland für die Analyse. Ist absolut verboten. Wir müssen durch diese 3 Monate dauernden Papierkrieg gehen, bis wir diese Gehirne, von denen wir Fotos hatten und wussten, dass sie größer sind, bis wir sie endlich im fixierten Zustand bekamen, um sie zu schneiden und zu untersuchen. Aber wir haben uns da absolut an diese international gültigen Regeln gehalten und das halte ich auch für richtig. Hätten Sie weitere Forscher ins Boot geholt, die für Verhaltensforschung an den Tieren spezialisiert sind, hätten die Ethikkommissionen vielleicht das Okay gegeben, die transgenen Affen aufzuziehen und zu testen. Aber auch dann wäre das für Wieland Huttner ein Schritt zu weit. Das ist vielleicht völlig unwissenschaftlich, was ich jetzt sage, aber es war mir so ein Bauchgefühl. Ich habe gesagt, nee, ich möchte diese Funktion der Hirngröße rausfinden, ob das stimmt. Und wenn das stimmen sollte, dann ist es gut. Dann machen wir das Kognitive eben an Mäusen. Und das, wir haben es ja gezeigt an Mäusen. Ich bin mir absolut sicher, dass auch andere Tiere mit größerem Gehirn aufgrund von A-GAP-11b-Funktion dann kognitiv besser sein werden. Er ist überzeugt, dass die Grundlage für die Gehirngröße jetzt genetisch geklärt ist. Die weitere Forschung geht deshalb in eine neue Richtung. Meine Aktivitäten zurzeit gehen jetzt ein bisschen mehr in die Richtung Unterschied moderner Mensch Neandertaler. Also was mich fasziniert hat, ist, dass der Neandertaler ja genauso großes Gehirn hatte wie wir. Aber ich persönlich glaube nicht, dass sie zum Mond geflogen wären, auch wenn sie noch leben würden. Und mein Freund und Kollege Svante Pebo, der ja in Leipzig, der das Neandertaler-Genom gemacht hat, ist, glaube ich, auch meiner Meinung. Und zusammen mit Svante machen wir sehr interessante Versuche, wie sich der Neokortex in Neandertalern und modernen Menschen vielleicht doch nicht ganz gleich entwickelt haben könnte, trotz gleicher Größe. Ich wollte dann noch wissen, welche Bedeutung hat seine Forschung seiner Meinung nach für die Grundlagen des Menschseins? Ich denke, Hirngröße ist eine für unsere kognitiven Leistungen. Das sieht man an den leider Gottes existierenden Patienten mit Mikrozephalie, also aufgrund von Genmutationen weniger Vorläuferzellen haben und weniger Neurone produzieren, ein kleineres Gehirn haben, zum Teil so groß wie ein Schimpanse. Und die sind mental retardiert. Das heißt, es macht den Punkt, dass Hirngröße eine Ursache, eine Grundlage für kognitive Fähigkeiten ist. Auf der anderen Seite sind diese Menschen, obwohl sie ein Gehirn nur von der Größe eines Schimpansen haben, viel, viel schlauer als Schimpansen. Was den anderen Punkt macht, dass eben Hirngröße nicht alleine für kognitive Fähigkeiten verantwortlich ist, sondern die Art und Weise, wie die Nervenzellen bei uns vernetzt sind und so weiter. Und das geht ja dann ein bisschen in diese Richtung mit dem Neandertaler modernen Menschenunterschied, über die wir jetzt arbeiten und die ich gerne noch abschließen möchte. Insofern sagt uns diese Befunde, über die ich heute berichtet habe, im Wesentlichen zu ICAP-11B, dass wir eine Grundlage für unser Menschsein erklärt haben, aber auch nur eine, nicht die einzige. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren an der Arbeit beteiligt. Wie geht es bei denen weiter? Meine Gruppe wird immer kleiner, weil ich, wie gesagt, 71 bin und irgendwann auch mal mit der Forschung aufhören werde, also in naher Zukunft. Insofern ist mein Bestreben zurzeit, dass meine Mitarbeiter sehr gute Jobs kriegen. Und ich habe also ein bisschen helfen können, dass der Michael Heide jetzt Gruppenleiter am Primatenzentrum in Göttingen wird. Takashi Namba ist schon Gruppenleiter in Helsinki. Nereo Kalevic, der die Frettchen-Sachen gemacht hat, ist schon in Mailand am Human Technopole Gruppenleiter. Und die Annelien Pinson, diese fantastische Mitarbeiterin aus Belgien, sucht einen Job hat sich beworben, eine Stelle in Belgien und wird im September, Oktober das auch hören. Und Lei Xing, der ursprünglich aus China kommt, aber in Kanada seinen PhD gemacht hat, möchte wieder zurück nach Kanada auf einen Assistant Professor und
bewirbt sich jetzt und hat auch natürlich dort meine maximale Unterstützung. Es kann also sehr gut sein, dass im Laufe, ich sag mal, des nächsten Jahres oder der nächsten 2 Jahre meine Gruppe nur noch aus mir besteht. Ich mache jetzt das mit 71, was ich immer machen wollte. Also sozusagen am Ende der wissenschaftlichen Tätigkeit bin ich endlich da, wo ich sein wollte. Es ist ja häufig umgekehrt, dass man irgendwann in 30er, 40er Jahren das Wichtigste in seinem Leben macht und dann, ich sag mal salopp, plätschert die Forschung so vor sich hin. Und ich habe halt, ja, wahrscheinlich das Glück, muss man sagen, dass ich sozusagen das Wichtigste, was ich aus meiner Sicht in meinem Leben wissenschaftlich gemacht habe, mache ich jetzt. Das ist natürlich eine sehr schöne Art aufzuhören. Ja, ich muss schon sagen, also diese Aktion, wenn der jetzt wirklich Affen großziehen würde mit dieser Genveränderung, das ist schon ziemlich Planet der Affen, oder? Das ist eigentlich die Story von Planet der Affen. Naja, das bedeutet ja noch nicht, dass es ein menschenähnlicher Affe ist. Das zeigt er ja ganz am Ende damit, dass es nicht einfach nur die Anzahl der Neurone ist, die dazu führt, dass ein Säugetier ein menschenähnliches Säugetier wird. Oder selbstreflektierende, starke kognitive Fähigkeiten erlangen. Was ich besonders interessant eigentlich durch dem Gespräch mit Wieland Huttner fand, ist, dass es nochmal deutlich gezeigt hat, dass diese ethische Überlegung gar nicht den Wissenschaftlern von außen aufgezwungen wird. So wird das nämlich häufig in den Medien dargestellt oder in trivialen Geschichten, dass ein Wissenschaftler einfach alles machen würde, um seine Themen voranzubringen. Und alle Ethik über Bord wirft, sondern in dem Fall ist es ja auch wirklich Wielands eigener Wille gewesen, zu sagen, ich möchte das nicht. Es reicht mir, diese Untersuchung in Mäusen vorzunehmen, weil ich damit schon zeigen kann, was ich zeigen möchte. Natürlich wäre wahrscheinlich der Einschlag seiner Forschung noch größer gewesen, wenn er das an Affen gemacht hätte, weil das noch besser, ich sag mal, medial vermarktbar gewesen wäre. Das hat mir sehr gut gefallen, weil es eine sehr persönliche Verantwortung gegenüber dem eigenen Wissenschaftsthema zeigt. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch, ich lande natürlich immer wieder bei Science Fiction, aber da kommt das ja auch her. Das haben wir zum Beispiel bei The Island of Dr. Moreau, ist das ja so, ne? Der ist also total begeistert von seinen Hybridwesen und hört nicht auf, ständig neue zu machen und behandelt die ganz furchtbar. Und es ist also einfach nur furchtbar. Was ich auch an Wieland Huttner wirklich beeindruckend fand, war, mit wie viel Mühe und auch Detailwissen er immer wieder die Arbeiten seiner Kollegen vorgestellt hat. Mhm. Er wusste ganz genau, wer welche Entdeckung gemacht hat, wer an welchem Paper beteiligt war und hat, finde ich, ganz hervorragend all seine Kollegen erwähnt und all seine Mitarbeiter erwähnt. Ja, das finde ich auch immer super wichtig, dass die Leute das machen. Und ich glaube, das macht auch eine Führungsperson mit Erfahrung macht das aus, dass die an das auch denken, so wer hat was gemacht und das dann auch hervorheben. Das ist sehr wichtig. Und vielleicht abschließend war ich auch sehr beeindruckt darüber, dass er an der Uni Heidelberg dieses Department-System eingeführt hat und dann tatsächlich dafür gesorgt hatte, dass die jungen Forscher unter ihm nicht nur mit ihm publizieren konnten, sondern eigene Forschung durchführen können. Also alles in allem eine echt großartige Karriere. Ja. Fand ich auch. Ich fand das total super. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, so geil, das hätte ich auch gern gehabt als junger Wissenschaftler. Absolut. Herzlich bedanken möchten wir uns bei Professor Dr. Wieland Huttner, Direktor Emeritus des Max-Planck-Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden, für das tolle Gespräch. Die Arbeit, die diese Folge angestoßen hat, wurde durchgeführt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden und dem Czech Center for Phylogenomics, Institute of Molecular Genetics of the Czech Academy of Sciences, VESTEC, in der Tschechischen Republik. Gefördert wurde Wieland Huttners Arbeit durch die Max-Planck-Gesellschaft, die DFG, den Europäischen Wissenschaftsrat bzw. European Research Council und ERANET Neuron. Die Quellen für diese Folge findest du wie immer in den Shownotes und das Transkript findest du auf unserer Webseite oder auf YouTube als Untertitel. Wenn du noch mehr so coole Stories aus der Wissenschaft hören oder lesen willst, dann solltest du den Podcast abonnieren und all deinen Freunden und Bekannten von uns erzählen.
Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag noch. Tschö. Ciao.